Internet und YouTube. Ich muss wieder zu den Gebrüdern. Zu den Brüdern. Der Schreie. Und ich kann mir aussuchen, entweder rede ich mit Espen oder arrendiert dir. Arrendiert. Angier. Angier. Oh Gott. Du bist boring. Boring. Wieso kann ich es mir aussuchen? Was bedeutet das? Nichts Gutes. Ich gehe einfach zum Erstbesten. Espen ist der Erstbeste. Was zum Teufel? Gott, ich bin verarscht. Ups, sorry. Der war ein bisschen ungut, aber warum bist du die optionale Variante? Oder optional? Ha. Okay, steh auf. Ihr habt also mit Parturnax gesprochen. Das Drachenblut brennt hell in euch. Hat er euch erzählt, was ihr wissen wolltet? Hat er euch den Drachenfallschrei beigebracht? Nein, aber er hat mir verraten, wie ich es herausfinde. Dann sei es so. Wenn er der Meinung ist, dass ihr das lernen müsst, dann beugen wir uns seiner Weisheit. Glück gehabt. Ich brauche die Schriftrolle der Alten. Wisst ihr, wo ich sie finden kann? Wir haben uns nie selbst mit den Schriftrollen beschäftigt. Die Götter selbst würden berechtigterweise davor zurückschrecken, sich an solchen Dingen zu schaffen zu machen. Wo ihr sie finden könnt? Solche Gotteslästerungen gehörten schon immer zum Tagesgeschäft der Magier von Winterfest. Nein! Vielleicht können sie euch etwas über die Schriftrolle der Alten erzählen, die ihr sucht. Gibt es... Okay. Tschüss. Der Himmel über euch, die Stimme in euch. Ebenso. Darf ich... Ach so. Ich dachte, da wäre ein Geldsack. Ich habe das irgendwie so... Okay, lass. Ein großer Geldsack. Wie kommt... Wie machst du das, Boy? Boy, Boy, Boy. Ich darf keine Tränke mehr aufnehmen. Ich habe tausende Getränke. Die wiederum tausende von Kilos verursachen. So, die andere Option ist jetzt auch weg, oder wie? Ich hatte nur eine Option. Die andere hätte mich woanders hingeführt, oder? Oh, no. Ist das richtig? Oh, shit. Was habe ich nur getan? Zu den dämlichen Magiern gehen. Was? Du sitzt wieder draußen, oder? Na, hat jemand was Neues gebracht? Wow! Ich rutsche langsam hinunter. Wartet. Könnte jemand wissen. Okay, dann. Auf zur Akademie. Den Akademikern. Klugscheißern. Ich hasse diese Viecher. Wunderbar. Akademie. Grüß Gott. Hallo? Ich glaube, meine Worte waren recht eindeutig. Ja, natürlich. Ich versuche nur, den Grund für diese Entscheidung zu verstehen. Ihr mögt es gewohnt sein, dass das Kaiserreich auf jeden eurer Wünsche eingeht, doch hier genießen die Talmor keine solche Vorzugsbehandlung. Ihr seid ein Gast der Akademie, mit freundlicher Genehmigung des Erzmagiers. Ich hoffe, ihr wisst diese Chance zu würdigen.
Ja, natürlich. Ich danke dem Erzmagier. Sehr gut, dann sind wir hier fertig. Fühlt ihr euch krank? Nicht! Nein! Nein, 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 nein! Aber danke. Ich dachte... Shit. Bla, bla, bla. Huch. Dankeschön. Krankheit, mhm. Du, Astrid. Willkommen an der Akademie. Das ist unheimlich. Ich wurde... Wurde ich beauftragt, euch aufzusuchen? Ein weiterer Neuzugang. Ich bin überrascht, wie viele neue Studenten es in letzter Zeit gibt. Nun, zuerst braucht ihr dies hier. Es ist keine Pflicht, diese Kleidung zu tragen, aber vielleicht sagt sie euch mehr zu als das, was ihr da tragt. Das glaube ich nicht. Ich führe euch kurz herum und dann bringe ich euch zu eurer ersten Unterrichtsstunde. Seid ihr bereit? Oh Gott. Ich bin Novizen. Okay, von mir aus. Sehr schön. Bitte folgt mir und bleibt nicht zurück. Nee. Machen wir das halt gleich. Die Akademie von Winterfeste ist schon seit tausenden von Jahren eine feste Institution in Himmelsrand. Dieses herausragende Bauwerk ist die Halle der Elemente. Vorlesungen, Übungen und allgemeine Versammlungen finden vor allem hier statt. Das Akaneum liegt über der Halle und darüber befinden sich die Räumlichkeiten des Erzmagiers. Technisch gesehen leitet der Erzmagier die Akademie. Doch seine Verpflichtungen nehmen ihn häufig anderweitig in Anspruch. Darum kümmere ich mich um das Tagesgeschäft. Wenn ihr mir jetzt bitte folgen wollt, zeige ich euch den Wohnbereich. Gott? Leider mussten wir aufgrund einiger Probleme mit den Nord strengere Zugangskriterien einführen. Wir rechnen eigentlich nicht mit Gewaltausbrüchen, aber es schadet nicht, vorbereitet zu sein. Okay. Geh weiter. Mirabel. Mirabel. Schöner Name, Mirabel. Das war's? Ist das alles, was du mir zu erzählen hast? Wenn wir mit der Führung über das Gelände fertig sind, können wir reden. Okay. Das ist eine... Du verlangst doch hoffentlich kein Trinkgeld danach. Magie? Billiger als Kerzen. Wo? Wohin? Unsere neuesten Mitglieder werden hier in der Halle der Bekräftigung untergebracht. Bitte senkt eure Stimme, solange ihr dort drin seid, denn es kann immer vorkommen, dass jemand gerade an einer Forschung oder einem empfindlichen Experiment arbeitet. Okay. Halle der Leistung. Das klingt nach Arbeit. Ich mag die Halle jetzt schon nicht. Jetzt zeige ich euch eure Unterbringung. Ihr teilt euch die Räumlichkeiten mit euren Mitlehrlingen, die ihr schon bald kennenlernen werdet. Ich hasse WGs. Hier seid ihr untergebracht. Ah. Das sind euer Bett und euer Tisch. Bitte nehmt Rücksicht auf die anderen. In Ordnung. Gehen wir jetzt zurück zur Halle der Elemente. Dort finden sich die meisten Mitglieder zu Vorlesungen und Studiengruppen zusammen. Okay. Wo ist doch? Reicht doch. Vollkommen zum Leben. Passt. Bin einverstanden. Der Whirlpool in der Mitte. Mit den anderen. Super. Danke fürs Aufmachen. Anfangs werdet ihr Unterricht bei Tolfdir haben, einem unserer angesehensten Zauberer. Aha. Was machen eigentlich die blauen Lichter? Keine Rambo-Antwort diesmal. Hast du einen Freund? Mirabel? Mirabel. Mirabel. Teufdir ist vermutlich schon dabei, die neuen Studenten zu begrüßen. Geht nur hinein und bei Schwierigkeiten wendet euch an eines unserer leitenden Mitglieder. Das war die Führung. Danke, tschüss.
Das Arcanaeum. Oder wie auch immer man es ausspricht. Oh, pff, Lift. Wow. Wow. Hi. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Hey, ey. Ihr seid nun im Arcaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Arcaneum. Und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Gibt es bei denen nicht... Oh, nein, 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 nein. Doch, gibt es Akademie-Angelegenheiten, bei denen ich helfen kann? Wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht, ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die mir wertvolle Bücher von gefährlichen Orten beschaffen. Ich bin bereit für ein paar Abenteuer. Also gut, hier. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Seht euch dort um, aber seid vorsichtig. Ja. Finde ein Exemplar von Brüder der Dunkelheit. Habe ich was wahrscheinlich schon 10 gefunden, oder? Gibt es spezielle Bücher, nach denen ihr sucht? Ja, gibt es tatsächlich. Sagt euch der Name Charidor etwas? Nix. Ein unglaublich mächtiger Zauberer aus der ersten Ära. Sein Wissen über die Magie haben bisher nur wenige erreicht. Er zog sich nach Labyrinthion zurück und widmete seine gesamte Zeit der Forschung und den Studien. Er schrieb mehr, als ihr es für möglich halten würdet. Seitdem wurden seine Schriften über ganz Himmelsrand zerstreut. Sie sind jedoch nutzlos, wenn man sie nicht übersetzen kann. Ich bin einer der wenigen, die diese Fähigkeit besitzen. Ich habe Gerüchte gehört, dass weitere Teile seines Werkes aufgetaucht sind. Wenn ihr sie finden könnt, könnte sich das für alle als nützlich erweisen. Bababum, begonnen. Was habt ihr zu verkaufen? Ja. Okay, ich suche eine Schriftrolle der Alten. Und was wollt ihr damit tun? Wisst ihr überhaupt, wonach ihr fragt? Oder seid ihr einfach der Gehilfe für irgendjemanden? Dein Begleiter möchte nicht länger warten und geht. Tschüss, Lödi, mach's gut. Natürlich tue ich das. Erzählt mir mehr über die Schriftrollen der Alten. Ich wusste es. Alle kommen hierher und erwarten, dass ich ihnen helfe. Ja. Und dann stellen sie noch nicht einmal die richtigen Fragen. Komm, spuck aus. Schriftrollen der Alten sind Instrumente des enormen Wissens und besitzen ungeheure Macht. Um eine Schriftrolle der Alten zu lesen, braucht man einen hochgradig ausgebildeten Verstand oder riskiert, dem Wahnsinn zu verfallen. Ja, jetzt. Selbst dann nehmen die Göttlichen dem Lesenden als Preis sein Augenlicht. What? Ein Preis wofür? Die einfachste Antwort wäre wohl Wissen. Wobei einfach ein Wort ist, das nun wirklich nicht zu einer Schriftrolle der Alten passt. Sie ist eine Reflexion aller möglichen Zukünfte und Vergangenheiten. Jeder Lesende sieht die verschiedenen Reflexionen aus einem anderen Blickwinkel und erhält dadurch oft eine ganz eigene Interpretation. Dennoch ist alles davon wahr. Selbst die Unwahrheiten. Ganz besonders die Unwahrheiten. Wer hat die Schriftrollen der Alten geschrieben? Es würde allein schon einen Monat dauern, euch zu erklären, warum schon diese Frage nicht den geringsten Sinn ergibt. Die Schriftrollen existieren hier bei uns. Aber auch darüber hinaus und darunter. Mhm. Vorher und nachher. Sie sind Substanz gewordene Teile der Göttlichen, durch die wir sie erkennen können. Verzeiht, wer von den Schriftrollen spricht, verirrt sich oft in lästigen und nebulösen Metaphern. Manche, die sie hingebungsvoll studieren, verlieren darüber den Verstand. Kein Problem, ich habe nichts, was ich verlieren kann. Also gut, habt ihr denn eine? Ha! Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte.
Was ist mit dem Drachenblut? Was? Moment. Wer seid ihr? Wart ihr es, den die Graubärte riefen? Exactement. Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Was hast du zu verkaufen? Bitte achtet darauf, dass eure Hände sauber sind, bevor ihr etwas anfasst, ja? Bücher. Du hast Bücher. Ein Tanz im Feuer. Okay, ja, wunderbar. Das ist... Willst du von mir ein Buch haben? Ich habe super Bücher. Ich habe ganz tolle Bücher. Ihr nehmt eure Arbeit ernst? Natürlich. Wäre dem nicht so, wären diese Bücher noch vor der dritten Ära verbrannt worden oder im Nichts verschwunden. Mhm. Magier müssen immer wieder daran erinnert werden, sorgfältig mit dem Forschungsmaterial umzugehen. Eine wirklich beeindruckende Bibliothek. Ein Magier ist nur so gut wie sein Wissen. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass so viel Wissen wie nur möglich verfügbar ist. Wir verwalten diese Sammlung nun schon seit der zweiten Ära. Seither kamen und gingen manche Bücher. Doch die Sammlung ist größtenteils intakt. Gut, hol die Schriftrolle. Bis zum nächsten Mal. Und ich lese jedes Buch. In dieser absolut beeindruckenden... Ach, du Schande. Hier, bitte. Kleckert sie nicht voll. Ja, warte. Wo, was? Das hier? Meintest du das hier? Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ach, ist das... Begonnen. Gedanken zu den Schriftrollen der Alten. Bla, okay. Lest es, YouTube, und werdet verrückt. Aha. Wieder bitte ich euch für mich etwas vorzustellen. Dieses Mal seid ihr unter der Erde, eine kleine Eichel, welche von einer wohlmeinenden Elfenmaid zu ihrer eigenen Erbauung im Wald gepflanzt wurde. Ihr wünscht zu wachsen, aber ihr habt Angst vor dem, was ihr werden könntet, und deshalb drückt ihr das Wasser, den Schmutz und die Sonne fort, um im Loch zu bleiben. Aber trotzdem werdet ihr erst durch das Drücken zu einem Baum. Wie ist das geschehen? What? Okay, das ist ein super Buch. Soll ich das lesen? Nehmen, meine ich? Ich nehm's. Dankeschön. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden? Dieses Gedankenbuch ist komplett unverständlich. Ja, das ist das Werk von Septimus Signus. Keiner außer ihm versteht das Wesen der Schriftrollen der Alten besser, aber... Nun ja. Was? Er ist schon lange nicht mehr hier. Zu lange. Invisible Bread. Wohin ist er gegangen? Irgendwo im Norden, in den Eisfeldern. Sagte, er habe ein altes Dwemer-Artefakt gefunden. Aber nun, das ist schon Jahre her. Habe seither nichts mehr von ihm gehört. Tja, dann mache ich mich mal auf die Suche, oder? Von einem zum nächsten. Wenn ihr ein Buch braucht, sprecht mit mir. Bedient euch selbst und ihr werdet erfahren, was echte Schmerzen sind. Lächerlich. Lächerlich. Wartet. Weiter hoch. Oh, Gemächer des Erzmagiers. Oh, yes. Okay, what shall I do? 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 Finde heraus. Lass dich von Dingen einweisen. Okay, was ist jetzt was? Gehört das zusammen? Oh Gott.
Schriftrolle der Alten. Dort wird man sich bla bla, da weiß, wo ich eine... Okay, ja, na, das steht ja auch hier. Steht ja auch hier, YouTube. Steht ja auch hier. Ich könnte mich aber auch einweisen lassen, wenn ich schon hier bin. Ihr versteht, was ich meine. Nee, das nicht. Doch. Erste Lektionen. Ich meine, wenn ich schon hier bin, wäre doch blöd. Dass ich hier nicht gleich ein paar Dinge... Nur ein paar YouTube. Rein in die Halle der Elemente und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Hi. Das ist der Whirlpool für alle. Yippie! Okay. Hören wir uns an, was er zu sagen hat im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. YouTube, macht's gut. Tschüss.